Aha. Wunderbar. Max Eisenhardt ist mein Name. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an, die Sie vor kurzem bei uns gemacht haben. Und zwar am 24.07. haben Sie die Anmeldung gemacht. Es geht hier um eine Handelsplattform. Können Sie sich noch daran erinnern? Um was nochmal? Es geht hier um eine Handelsplattform. Ach ja, ich erinnere mich, genau. Genau, Sie haben auch mit einer Mitarbeiterin von uns gesprochen. Und genau, ich wurde jetzt als Ansprechpartner zugeordnet, Herr Robel. Und der Grund, warum ich Sie auch heute angerufen habe, Sie haben ja schon ein Konto bei uns eröffnet, aber Sie haben das noch nicht aktiviert, ja? Das heißt, wenn Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren würden, würden Sie von uns einen Bonus von bis zu 70 Euro kriegen. Also, wenn Sie heute noch Ihr Handelskonto aktivieren. Aha. Das hört sich ja nicht Genau. schlecht an, aber die andere, die da angerufen hat, die war ein bisschen komisch, darum habe ich da bisher nichts gemacht. Die wollte auch gleich Geld von mir haben. Ich Das sage, ist ich muss die erst neue mal wissen, ich muss Mitarbeiterin erst mal von wissen, wie das funktioniert. Die wollte gleich uns. Geld von mir. Ja, das erkläre ich Ihnen jetzt alles. Wie gesagt, das ist eine neue Mitarbeiterin von uns gewesen und die kennt sich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber genau, die ist halt auch nur für den technischen Teil zuständig. Das heißt, sie hilft den Kunden, den Handelskonto zu aktivieren. Genau, Herr Robel, bringen Sie schon Erfahrung mit sich oder ist es das erste Mal, dass Sie so ein Handelskonto aktivieren? Nee, den habe ich noch nicht gemacht, nein. Okay, haben Sie Erfahrung mit Kryptowährungen oder im Bereich Aktien? Haben Sie Aktiendepots? Pff, überhaupt gar nichts, nein. Ich wollte einfach so gucken, wie man ein bisschen nebenbei noch Geld verdienen kann, ne? Dass das Sehr gut. Zeug Also nicht ich nur erkläre Ihnen mal rumliegt, ganz kurz, sondern wie auch wir für mich arbeiten. was macht, ne? Wie gesagt, also ich erkläre Ihnen mal ganz kurz, wie wir arbeiten, mit welchen Ressourcen wir arbeiten. Wir arbeiten hier mit Kryptowährungen, wie ich schon gesagt habe, mit Aktien, mit Rohstoffen und mit natürlicher Forex, ja? Mit Das heißt was? mit Euro, Dollar, mit normale Forex, das heißt mit Euro, Dollar, mit normale Währungen halt. Ach so, Genau. ja. Gibt es auch Und unnormale es geht hier Währungen? an Ka Genau, es geht hier auch um Kryptowährungen, wie ich schon gesagt habe, Aktien. Genau, wir arbeiten hier mit einem KI-System, das heißt, das sind künstliche Intelligenz. Ah. Genau, das ist auch ein Demo-Account, was Sie da aktivieren würden. Das heißt, Sie haben halt innerhalb des ersten Monats können Sie jederzeit Ihr Geld auszahlen. Auch danach eigentlich, aber danach ist es so, da ist es ein bisschen begrenzt, wie viel Sie auszahlen können, aber für den ersten Monat, damit Sie erstmal sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn Sie irgendwie nicht zufrieden sein sollten oder sonst was, kann man jederzeit im ersten Monat, Laufe des Monats, das Geld jederzeit auszahlen, ja? Und genau, von dem her. Außer man hat's verloren, oder? Nee, also schauen Sie mal, bei so einem Demo-Account ist das so, nachdem Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, wird da nicht die ganze Summe eingesetzt. Ja, das heißt, zum Beispiel, wenn Sie jetzt 250, das ist die Mindesteinzahlung, und da wird auch nicht die ganze Summe eingesetzt, sondern nur ein Teil davon, ja, beziehungsweise 20 bis 30 Euro. Ach so, ja, dann kann Genau, ich ja, dann können wir ja auch nur Sie. 20 € aufladen. Sonst ist das doch viel zu umständlich mit hin und her buchen. Nee, wie gesagt, also die Mindesteinzahlung liegt bei uns bei 250 Euro und wie gesagt, da wird halt 20 bis 30 Euro eingesetzt und wenn Sie da jetzt irgendwie diese 20 bis 30 Euro verlieren sollten, dann wird bei dieser Demo-Account wird das von unsererseits nochmal aufgeladen, ja, damit das dann wieder auf 250 ist. Das heißt, bei so einem Demo-Account Ah. haben Sie können Sie gar keinen Verlust machen, ja. Genau, Klasse. und wenn Sie jetzt Verlust machen würden, machen wir auch Verlust sozusagen, weil wir bekommen von dem, was Sie profitieren oder erwirtschaften, bekommen wir 1,5 bis 3%, ja? Wovon hängt das ab? Ob 1,5 oder 3? Es kommt darauf an, wie viel Sie profitiert haben, ja? Wenn Sie zum Beispiel von dem, was Sie erwirtschaftet haben, wenn Sie zum Beispiel nur 20% erwirtschaften, dann nehmen wir nur 1,5 bis 2%, ja? Wenn das über 20% sind, dann nehmen wir 3%. Also so 20% und was wäre das so in einem Jahr oder wie muss man das rechnen oder länger? Nee, Sie würden zum Beispiel von dem, was Sie profitiert haben, also wir haben stabile 40.000 Privatkunden und genau, das ist so, die profitieren wöchentlich von dem, was man erwirtschaftet hat, 20 bis 30%, ja? In der Woche. Genau, wöchentlich. Krass. Ich hätte jetzt so ans Jahr gedacht irgendwie. Nee, das ist In ja auch einer schon, Woche nee, 20 das ist, Prozent. genau, das ist nicht viel, vielleicht hört sich das Was viel an, heißt das aber jetzt nicht viel? wöchentlich was von 40 bis zu 70 Euro wären das halt, was Sie so wöchentlich machen würden. Ja, ich habe jetzt gerade mal mit einer anderen Summe als 250 gerechnet. Da brauchst du ja gar nicht mehr arbeiten gehen, wenn du das ordentlich machst.
Na, deswegen ist es ja auch so, damit sie halt erstmal sehen, zum Beispiel für die Kunden, die gar keine Erfahrung haben, empfehlen wir halt immer, dass sie erstmal das Ganze sich anschauen, die noch nie was mit Kryptowährungen oder mit Aktien zu tun hatten, dass sie sich das erstmal anschauen, ob das überhaupt was für die wäre, ja? Und ja. Genau, wenn sie jetzt da irgendwie unzufrieden sind oder sonst was, wenn sie nicht vorankommen, sie bekommen ja auch einen Chefanalytiker vom Haus, das heißt, nachdem sie ihr Handelskonto aktiviert haben, einen Chefanalytiker. Das heißt, die Chefanalytiker kennen sich am besten immer aus. Genau, die ja auch seit 20, über 25 Jahren dabei sind. Aber so lange gibt es Kryptowährungen doch noch gar nicht. Bitte? Ich sage, so lange gibt es Bitcoin doch noch gar nicht. Nee, Bitcoin nicht, aber ich meine allgemein Aktien, solche Sachen, ja? Ach so, dachte ich ja schon. Genau, allgemein in diese digitale Welt, sage ich mal. So. Ist ja alles noch Neuland, ne? Was? Bitte? Nochmal, ich hab's jetzt nicht verstanden. Das Internet ist ja Neuland für uns alle. Ja. Herr Robel, das ist ein Festnetz, ja? Das, was Sie hier bei uns hinterlegt haben, die Nummer. Ja, klar. Das ist eine Festnetznummer, glaube ich, ja? Mhm. Haben Sie auch WhatsApp? Dann hätten Sie in Zukunft gleich meine WhatsApp-Nummer. Ich würde Ihnen einfach Ihre Zugangsdaten schicken. Das ist ganz normal, als würden Sie sich auf Online-Banking einloggen. Ja, da müssen Sie halt nur Ihr E-Mail, was Sie uns hinterlegt haben, taube88@aol.com. Das ist korrekt, ja? Aha, soll ich da jetzt aufmachen oder was? Nee. Ach so. Ich kann Ihnen das auch per E-Mail schicken, aber ich würde es halt gerne per WhatsApp schicken, damit Sie halt für Zukunft meine Nummer haben. Nee, das benutze ich gar nicht. Weil Sie nicht vorankommen. Achso, WhatsApp benutzen Sie gar nicht, okay. Aber nicht vorankommen kann es ja eigentlich nicht geben, wenn ich da einen Chefanalytiker habe, der das alles macht für mich. Oder was? Ja, weil das zum Beispiel manche Kunden, die kommen halt, die wissen nicht, wie das System zum Beispiel funktioniert, aber das werden Sie ganz sehen, ja, nachdem Sie sich angemeldet. Ich werde diese erste Schritte, was Sie nötig haben, die werde ich Ihnen erklären, ja? Die was? Die ersten Schritte, die werde ich Ihnen heute Schritt für Schritt erklären, wie das Ganze funktioniert. Und danach haben Sie das schon drauf. Ach so, so schnell geht das, oder was? Natürlich. Das ist ja gut. So, schauen Sie mal, Herr Robel, dann würde ich Ihnen einfach mal Ihre Zugangsdaten schnell erstellen. Die E-Mail, als Login müssen Sie Ihre E-Mail eingeben und das Passwort wird erstmalig immer von unserer Seite erstellt, ja? Aber nachdem Sie sich eingeloggt haben, bevor Sie Ihr Handelskonto dann aktivieren, das heißt, bevor Sie diese 250 draufzahlen, würden wir Ihnen empfehlen, dass Sie das Passwort dann ändern, ja? Nachdem Sie sich eingeloggt haben. Ja. Genau. Wie gesagt, dann würde ich mich, Herr Robel, so in 10 bis 15 Minuten nochmal bei Ihnen melden, ja, nachdem ich Ihnen die Zugangsdaten geschickt habe. Oh ja, okay. Ja, um 12 muss ich los, aber das schaffen wir, oder? Ja, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Alles klar, dann bis gleich. Okay. Bis gleich, Herr Robel. Ciao, ciao. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob der zweite Anruf kommt. Ich bin wieder Eisenhardt, also das ging viel schneller als gedacht. Ja, das wollte ich gerade schon sagen, das war ja richtig fix, Alter. Gerade Kaffee geholt, ey. Würden Sie bitte einmal Ihr E-Mail aufmachen? Ach, jetzt doch. Habe ich das Ding gerade ausgemacht? Haben Sie aufgemacht, ja, sehr gut. Nee, ausgemacht, Computer. Jetzt muss ich erst wieder anmachen. Ach so, okay. Ich habe vorhin gefragt, brauchen wir nicht. Ich habe es auch nicht. Ja, ich aber. Bitte? Ich aber. Was, welche? Nee, ich hab's eilig. Sag, ich muss doch los um... Ach nee, ist erst also, 20 nach 11. Ja, das ja, passt. Sie müssen um 12 Uhr aber erst los, haben Sie gesagt, oder? Ja, wenn die scheiß Bahn denn kommt, das weiß man ja auch nie. Also schauen Sie mal, Herr Robel, ich habe Ihnen das E-Mail, wie gesagt, geschickt. Da müssen Sie das nur kurz aufmachen. Und dann, wenn Sie es aufgemacht haben, sagen Sie mir einfach Bescheid, dann machen wir das. Hier steht, verlässlicher Einkommensschutz für Sie, Herr Winklerson. Ist das das? Nee, von Blocknox müsste da irgendwas stehen. Von was? Blocknox und. Cockblock? Von Blocknox. Blocknox. Nee, da ist nichts. Also, wenn Sie. Brandneue Reisen im Gepäck, haben, ja? Bestseller des Monats. Mal bei Spam rein. Da! Sehr gut. Blocknox.net. Genau. Da, wo Ihre Homepage steht, daneben ist ja so ein blaues Link, das sehen Sie auch, oder? Das fängt mit HTTPS an.
https://blognox.net. Ja, genau. Genau, drücken Sie einmal da drauf, bitte, Herr Robel. Oh, machen aus, Sie das was? Gerade Steht, über Rechner oder über Handy? Nee, Computer. Hier steht, aus Sicherheitsgründen haben wir den Link in dieser E-Mail aktiviert. Wir glauben nicht, dass diese Nachricht sicher ist. Von AOL. Wer sagt das? AOL. Dass die Nachricht von mir nicht sicher ist. Ja, steht hier bei Warnung um so rote Ausrufezeichen. Okay, komisch. Sie können auch nebenbei einfach mal das eingeben, blognox.net. Ich weiß nicht, warum das so steht. Vielleicht ist es aus Sicherheitsgründen. Weiß ich nicht. Das ist ja aber schon komisch. So, dann müssen wir ein bisschen austricksen. Hallo, Herr Robel? Ja, ich muss ja gerade den Computer austricksen. Es kann auch sein, weil ich am Tag hunderte E-Mails rausschicke, dass es vielleicht deswegen kommt. Ah, verstehe. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, ich glaube, ich bin drin, wie man damals auch bei AOL gesagt hat. Sehr gut. Sie bei nicht Konto erstellen, weil Sie haben ja schon bereits ein Konto. Sie müssten irgendwo auf Einloggen drücken. Ach so, ich weiß ja nicht, ob das bei Ihnen auf Deutsch oder. Ja, dann brauche ich noch einen Moment. Login. Also wenn Sie das Ganze über PC machen, müsste das einfach, wenn nachdem Sie die Seite aufgemacht haben, oben... Upgrade your trading with Blognox. Jetzt habe ich das drinnen. Genau. Super. Wie geht's jetzt weiter? Alter, das irritiert mich total. Kann man irgendwie... Warte mal eben. Da bewegt sich immer im Hintergrund die ganzen Sachen. Ich habe Epilepsie. Kann man das irgendwie abstellen? Was bewegt sich da, wenn ich fragen darf? Nee, hinten dran, diese ganzen Striche, diese Diagramme und alles, Alter. Genau, das ist ja Trading. Also ja, aber das, ich habe Epilepsie, Alter, das ist nicht gut für mich, wenn sich da immer Sachen bewegen. Wie gesagt, das ist ein Training, ja? Also, mach die Seite jetzt wieder zu, das ist zu gefährlich. Wie das Trading funktioniert. Trading ist ja immer bullish und bearish, das heißt, das geht nach oben, das geht nach unten, das ist ja Trading. So funktionieren ja die ganzen Kryptowährungen. Ja, aber kann man das nicht ausschalten oder was? Das kann man auch machen, wenn es ihn stört. Ich habe jetzt auf eine andere Seite drauf gedrückt. Jetzt ist das besser. Ich muss mal kurz darauf auf Deutsch umschalten. Okay, da müsste oben auch irgendwo so ein Logo sein, wo man die Sprache ändern kann. Sehen Sie? Ja, das habe ich schon gefunden, Blair. Da habe ich schon drauf gedrückt. Hallo? Hallo? Hey, Devoschka, was soll ich jetzt machen? Jetzt müssen Sie auf Login. Bin ich doch schon. Also haben Sie auch... Ich bin doch schon aktiv drinnen. E-Mail eingeben. Hallo, ich habe mich schon eingeloggt. Haben Sie schon eingeloggt? Okay, sehr gut. Dann müssen Sie... Also, Sie sehen ja, wie das Ganze funktioniert. Sehen Sie ja da irgendwo Ihr Balance? Was? Was sehe ich da? Auf wie viel ist Ihr Balance? Verstehe ich nicht. Ihr Balance. Auf wie viel ist Ihr Balance? Willst du das wirklich wissen? Bitte? Ich weiß zwar, willst du das wirklich wissen? Das hat doch mit der Geschichte jetzt gar nichts zu tun. Nee, also auf der Seite, wo Sie sich eingeloggt haben, da müsste doch irgendwo Balance stehen. Da muss da irgendwo Balance stehen. Sehen Sie das? Ich meine nicht von Ihrem Privatkonto, wie viel Sie auf privatem Konto haben. Ich meine auf der Seite, wo Sie sich gerade eingeloggt haben. Sehen Ach Sie, so, ja, hier ist so hier so ein Chart hier wieder so mit so grünen und roten Dingern und allem und da steht Balance 766.02, aber Dollar. Herr Robel, bei mir steht auch, dass Sie sich eingeloggt haben. Sehr gut, jetzt sehe ich das auch. Aha. So, Herr Robel, jetzt haben Sie sich eingeloggt. Das ist Ihr Handelskonto, da werden Sie in Zukunft die ganzen Tradings überprüfen. Klasse. Auf wie viel Ihr Balance ist, wie viel eingesetzt wurde. Das Ganze werden Sie jetzt im System sehen, ja?
Das ist doch geil. Das Ganze können Sie jetzt im System folgen. Sag mal, wie ist das eigentlich? Muss ich da immer, weil ich bin ja viel arbeiten, Montage und so, muss ich da immer dann aufs Handy gucken und irgendwas machen? Oder wie geht das? Sie müssen da gar nichts machen. Also Sie sollten da auch nichts machen, weil Sie haben ja keine Erfahrung. Sie sollten da keine Tradings machen, gar nichts. Das Ganze übernimmt der Chefanalytiker. Der stellt Ihr KI-System ein, auch wenn es ein sozusagen ein Robotersystem ist, kann das ja auch nicht von alleine funktionieren. Deswegen muss das System von erstmal eingestellt werden. Ja, das macht der Chefanalytiker und genau. Jetzt fehlt nur noch das Konto aktivieren, Herr Robel. Ja, klar. Und dann kann das losgehen oder was? Gibt es irgendwie Wartezeit oder so? Sie, Herr Robel? Welche Zahlungsmethode bevorzugen Sie? Haben Sie Visa, Mastercard? Also wenn Sie eine Kreditkarte haben, können wir das direkt über App machen. Nee, benutze ich nicht. Aber es wäre natürlich unkomplizierter und viel leichter, wenn wir das über Online-Banking machen. Ja klar, mach ich eine Überweisung fertig. Schick einmal bei IBAN, bei E-Mail die IBAN. Alter, voll der Zungenbrecher, Alter. Okay. Herr Robel, wie wollen wir das Online-Banking, haben Sie gesagt, ja? Online, ja klar, wollen Sie das machen? Ist am einfachsten, glaube ich. Da müssen Sie, nachdem Sie die Überweisung gemacht haben, müssen Sie uns nur eine Überweisungsbestätigung schicken. Das ist dafür da, damit wir halt nicht eine Woche auf diese Überweisung warten müssen. Nein, ich mache sofort Überweisung. Wenn das da so viel Kohle gibt, Alter, dann will ich da gleich anfangen können. Mhm. Okay, dann werde ich die Überweisungsdaten auch per E-Mail schicken, ja? Ist das okay? Das ist klasse. Ich mache das eben nochmal auf. Okay, dann lasse ich die Überweisungsdaten schnell erstellen, Herr Robel, und ich melde mich auch so in 5 bis 10 Minuten nochmal bei Ihnen, ja? Vielleicht geht das ja wieder vor nochmal viel schneller. Ja, alles gleich. Bleib diesmal sitzen, ist mir zu gefährlich. Okay, Herr Robel, ich melde mich dann so in 5 Minuten, ja? Alles klar, bis gleich, Kollege. Ciao. Bis gleich. Wiederhören. So, mal gucken, das wird dann Anruf Nummer 3. Wie viel Zeit wir aus dem rauskriegen. Aber halt auch wieder Max Eisenhardt, Alter. Ich werde ihn nachher mal fragen, ob er bei ihm immer eisenhart ist. Damit wird das Gespräch dann wahrscheinlich schnell zu Ende sein. Ich lass Dorian drankommen. Hören Sie mich? Wieder Eisenhardt hier. Da ist er wieder. Hallo. So, Herr Robel, ich habe Ihnen die Überweisungsdaten geschickt. Würden Sie bitte noch einmal Ihre E-Mail-Box aufmachen? Ja, klar. Warte mal. Das sind ganz normale IBAN-Daten, die deutsche IBAN-Daten, deswegen brauchen Sie auch keine Sorgen machen, weil falls was schieflaufen sollte oder sonst was, es gibt oft Fälle, dass die Kunden Tippfehler machen, da kann man das auch innerhalb 3 Tagen wieder rückgängig machen. Ja, das ist ja nur kopieren und einfügen, also wenn es bei euch jetzt keinen Tippfehler gab, dann ist... Das wäre am besten, natürlich, das wäre am besten. Also wir haben sehr viele Kunden, Herr Robel, die sind technische Kenntnisse sind nicht so gut wie bei Ihnen, ja, deswegen passiert es halt so, dass Sie mal auch einen Tippfehler machen. Jetzt muss ich nochmal fragen, da steht Empfänger jetzt was ganz anderes drin, wir waren hier irgendwie bei irgendwas mit Banknotes. Das sind ja die Bankdaten, das hat nichts mit unserem Unternehmen zu tun, das gibt es oft Kunden, die sagen, ja, warum steht bei Empfänger nicht Banknotes, aber das sind ja Bankdaten, ja, das hat nichts mit unserem Unternehmen zu tun. Also bei meiner Firma, wenn meine Firma eine Rechnung schreibt, dann steht bei Empfänger Rohbauische Friedrich drauf. Rechnung ist ja was anderes, Herr... Empfänger ist ja die Firma, das ist komisch. Sie können das auch, wenn Sie wollen, über die Seite gleich machen. Das können Sie dann allein machen. Wenn Sie wollen, können Sie das auch über Seite machen. Das ist gar kein Problem. Aber Online-Banking wissen Sie ja, funktioniert. Wenn Sie Online-Banking Geld abschicken, kann man das innerhalb in 3 Tagen wieder rückgängig machen. Ne, das ist bei eigenen Überweisungen tatsächlich nicht der Fall. Das geht bei Abbuchen und allem möglichen anderen Kram. Vor allem wundert mich jetzt, ihr habt im ersten Dings stand irgendwie ein Briefkopf mit Adresse in Deutschland. Der Empfänger ist aber eine Limited. Genau. Das ist eine Geschäftsform aus Großbritannien. Das ist irgendwie komisch, oder nicht? Genau, wir haben ja, schauen Sie mal, in Deutschland ist unser Tochterunternehmen. Ja, wir arbeiten nicht nur in Deutschland, sondern wir arbeiten in Frankreich, in Österreich, in Deutschland, Sacre bleu. In Großbritannien. Ja? Bitte? Ich sag Sacre bleu. Du kannst kein Französisch, ha? Ich kann kein Französisch. Ich bin in Deutsch für deutschsprachigen Raum zuständig. Ach so, darum der Name, verstehe. Genau. Wie gesagt, Herr Robel, wenn Sie jetzt irgendwie skeptisch sind oder sonst was, können Sie das auch über Seite machen, wenn Sie wollen. Das ist auch gar kein Problem. Ja, wie geht das denn? Bitte? Wie das geht? Wie das geht, da müssen Sie auch nochmal auf unseren Handelsplattform draufgehen und dann irgendwo Einzahlung sehen, ja? Aha. Genau.
Ja, habe ich jetzt gedrückt. Gehen Sie kurz auf die Seite. Habe ich schon. Da kann man halt ganz normal die Kreditkartendaten eingeben und dann kann man das auch so machen. Ja, das ist kein Problem. Aber ich habe doch gar keine Kreditkarte. Haben Sie keine Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Nee. Ist ja nicht so, okay. Nicht so üblich bei uns, ha? Okay, wie wollen wir das jetzt dann machen? Also Online-Banking wollen Sie nicht machen. War, ich hätte schon, dieses Education Limited macht mich skeptisch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es, ich habe halt, das ist nicht der erste Kunde, der mich angesprochen hat, wegen der Sache, aber wie gesagt, es ist halt, diese Daten haben nichts mit unserem Unternehmen zu tun, ja? Ach so, ich überweise an den Dritten oder was? Nein, tun Sie nicht. Aber was ich meine ist, zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Firma haben und Sie arbeiten mit Sparkasse zusammen, ja? Ja, dann steht bei Empfänger ja, aber nicht Sparkasse, dann steht bei Empfänger der Name von meiner Firma. Sie können auch Blocknox, ich kann das auch nochmal schicken und da Blocknox schreiben, aber das ändert sich ja nichts, wenn Sie das nachdem Sie die Überweisung gemacht haben, wird das innerhalb in halbe Stunde auf Ihr Konto sein, Herr. So schnell geht das? Genau, und vor allem die Überweisungsdaten, durch die Überweisungsdaten kann man auch schnell rausfinden, wohin das geschickt wurde, diese ganzen Sachen. Falls da irgendwas schief laufen sollte, können Sie direkt zur Polizei gehen, Herr Robby. Wo wir gerade bei Schieflaufen sind, ne? Ich bin gerade hier nebenbei so am gucken, wegen der BaFin-Nummer von euch. Die wird gar nicht angezeigt bei der BaFin. Genau. Die wird gar nicht angezeigt. Das können Sie nachprüfen nochmal. Ja, ich bin gerade in der Suchmaske von der BaFin. Da habe ich eure ID reingegeben, die ihr da geschickt habt. Da wird es aber nicht angezeigt. Genau. Das kann gar nicht sein. Na doch, ich bin jetzt gerade drauf. Machen Sie vielleicht einen Tippfehler. Nö, ich habe das kopiert und eingefügt. Geben Sie einfach Blocknox ein. Sie können auch Blocknox eingeben einfach. Blocknox. Blocknox GmbH, Kryptoverwahrer, Börsenstraße 4. Erteilungsdatum 27.03.23. Genau, wir haben Namen geändert von unserem Unternehmen. Ah, wie hieß das denn vorher? Wie bitte? Wie das vorher hieß? Das hieß Bitsoft. Das hieß es davor. Bitsoft? Genau. Alles ein bisschen komisch, oder? Was ist denn komisch, Herr Robel? Das fängt ja damit an, dass ihr alle immer mit falschem Namen anruft. Man hört ja, dass du kein Max oder irgendwas bist. Dafür hast du viel zu viele Sprechfehler. Dann diese komische IBAN und alles, das ist doch alles Verarsche. Wie gesagt, Herr Robel, wenn Sie die Überweisung nicht machen wollen, wenn Sie da skeptisch sind, müssen Sie das auch nicht machen. Ja, da können wir das sein lassen. Ich habe nichts davon, wenn Sie von 250 kann ich auch nicht reich werden. Nee, aber von der Masse, wenn ihr das bei 200, 300 Leuten macht am Tag, ist das bestimmt lukrativ. Also ich verstehe nicht, nachdem Sie die BaFin, nachdem Sie das bei BaFin eingegeben haben, sehen Sie da jetzt, geben Sie das nochmal bei BaFin ein, geben Sie einfach Blocknox ein. Na, habe ich gemacht, aber das kann ja alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich werde der BaFin dieses Gespräch mal schicken, dass die sich das nochmal überlegen. Okay, machen Sie das, sehr gut. Würde ich machen, oder? Gibt es irgendwie noch ein Statement dazu, dass ihr mit falschen Namen anruft und so komische E-Mails verschickt? Ist jetzt irgendwie nicht so vertrauenserweckend. Was heißt falsche Namen? Nee, das hat nichts mit falschen Namen zu tun. Na doch, du hast doch einen Stage-Namen, das hört man. Bei digitalen Unternehmen läuft das immer so ab, ja? Ach so, man stellt sich mit falschem Namen vor, um Vertrauen zu erwecken, damit die Leute investieren. Ich weiß, aber ist doch kein serious Business, Alter. Du bist kein Max Eisenhardt, Alter. Wenn Sie. Nur die Abzockmasche, die ist Eisenhardt. Die Überweisung. Ha! Da ist er weg, der Spast, Alter. Was ein Trottel. Die haben tatsächlich einen Eintrag bei der BaFin. Da werde ich mal hinschreiben müssen.